sehen, dass man wahrscheinlich ganz viel tun müsste, damit tatsächlich diese Symmetrie herstellbar ist. Da müssten sie arbeiten. Es ist auch der Grund, dass zwischen Frauen und Männern ja erst heute vielleicht so ganz langsam die Idee der Freundschaft auftaucht, weil in einer patriarchalen Kultur ist das Verhältnis zwischen Frauen und Männern nicht symmetrisch. Ja? Insbesondere in der katholischen Kirche sind Frauen immer noch unter untergeordneten Positionen und Männer haben das Sagen. Also zumindest was die Strukturen angeht. Deswegen tun sich Freundschaftskonzepte in der katholischen Kirche auch schwer, werden dort wenig erwähnt. Das nur so als Randbemerkung. Freundschaft ist freiwillig und ohne formale Vorgaben. Sprich, jawohl. So, okay, ja. Alles klar. Freundschaft ist tatsächlich eine Sache, die Sie nicht einfordern können. So beim Nachdenken denke ich mir, Freundschaft ist eine soziale Beziehung, die so ja, die den höchsten Grad an Freiheit hat, der mir so in sozialen Beziehungen bekannt ist. Deswegen sind Freundschaften auch sehr oft brüchig, instabil, verschiedenste Erwartungen treffen aufeinander. Und sie gehen Freundschaften freiwillig ein und jedem steht es auch rein theoretisch frei, die Freundschaft zu beenden. Das tut sehr weh, keine Frage. Aber es ist möglich, es gibt nicht so etwas wie eine vertragliche Bindung, eine institutionelle Absicherung von Freundschaft. Im Großen und Ganzen sind Freundschaften wirklich frei eingegangen, ohne formale Vorgaben. Auch die Nähe spielt eine Rolle. Ich weiß nicht, ob Sie alte Jugendfreunde und Freundinnen haben. Das habe ich zum Beispiel, weil ich aus Stuttgart komme ursprünglich. Und ich stelle fest, dass wir uns seit Jahrzehnten mittlerweile begegnen können, sei es persönlich, sei es auch über die erwähnten Social Media. Und die körperliche Nähe spielt nicht so eine Rolle dabei. Wir erhalten die Beziehung trotzdem aufrecht. Auch das ist sehr typisch für Freundschaft. Romantische Liebe ist so ziemlich das Gegenteil. Ja? Sie will immer natürlich die Nähe auch des anderen, auch die körperliche, physische Nähe. Ja, das ist jetzt eine sehr, sehr trockene Arbeitsdefinition, die da steht. Und Sie sehen auch schon links so angedeutet ein bisschen, wie Freundschaften zumindest in sozialen Medien rüberkommen. Sie werden geradezu gefeiert. Wenn Sie mal das Stichwort Freundschaft auf Google eingeben, da sitzen noch Bilder dazu oder Videos oder so, dann haben Sie Hunderte, Hunderte von Videos und Bildern, wo Menschen auf Parkbänken sitzen und sie denken sofort, na ja, Romantik und so mit Sonnenuntergang drüber. Nein, es geht immer um Freundschaft. Und zwar meistens Freundschaft zwischen gleichgeschlechtlichen Freundespartnern. Also schon hier habe ich versucht, ein bisschen anzudeuten, diesen scharfen Kontrast zwischen einer sehr nüchternen soziologischen Definition, der wir dann auch noch nachgehen werden, und dem, was Freundschaft für uns alle, glaube ich, ist, sonst wären sie nicht da, ebenso ein Sehnsuchtsort, an dem man sich zurückziehen kann, wenn es draußen furchtbar kalt ist. Dann ruft man, wenn man Glück hat, eine Freundin und einen Freund an und kann sich auf eine Tasse Tee treffen und mal auspacken. Also dieses typische Moment, das hat Freundschaft dann ihre Flucht auch aus der harten Realität. Und als solches lässt sich Freundschaft selbstverständlich auch sehr, sehr gut verkaufen, weil es eine Sehnsucht in uns allen sehr massiv anspricht. Ja, einige Fakten so aus der Glücksforschung. Ich habe jetzt nicht mal mehr dazu geschrieben, welche Studien, weil es kommen laufend neue Studien raus und sie bestätigen immer eigentlich dasselbe, warum Freundschaften denn so wichtig ist. Ja, sie bieten Halt, gerade in schwierigen Situationen. Sie erhöhen das Selbstwertgefühl. Das ist der wesentlichen Dinge auch, denke ich mir, weshalb momentan so viele Menschen auch an psychischen Erkrankungen leiden, an Depressionen, ein geringes Selbstwertgefühl haben. Das ist dann doch einfach die Corona-Pandemie, die Bestätigung, die wir durch Freundschaften normalerweise kriegen, zurückgegangen ist. Die gesundheitlichen Vorteile sind nachgewiesen, also ganz wilde Experimente, wo Menschen von einem Arzt behandelt werden und wenn da im Raum auch noch Freunde und Freundinnen sind, dann ertragen Menschen anscheinend sehr viel mehr Schmerzen. Das geht dann
Die Freunde lachen, lenken ein bisschen ab und dann geht es viel besser, als wenn niemand da ist. Ja, also es ist wirklich nachgewiesen. Gute Freundinnen zu sehen macht glücklicher als ein Treffen mit Verwandten. Das muss ich unbedingt zuschreiben, weil das kennen Sie wahrscheinlich alle. Da muss ich nichts dazu sagen. Absolut nicht. Nein. Ja, und mittlerweile kann man auf der Basis von Freundschaften sogar Familien gründen. Das ist ein Forschungsprojekt, von dem ich Ihnen ein bisschen erzählen möchte. Ich habe es vor, ja, weiß gar nicht mehr, ich glaube vor 2 Jahren beim FBF, beim also größten Förderer für wissenschaftliche Forschung in Österreich, eingereicht für eine Dissertationsstelle und habe das auch bewilligt bekommen. Es war jetzt zu meinem großen Erstaunen andauernd in der Presse. Ich habe gedacht, das gibt's ja wohl nicht. Wir haben über 10 Presseberichte in der letzten Woche gehabt zu diesem Thema. ORF, die Presse, Standard, wahrscheinlich haben Sie es gesehen. Meine Dissertantin und ich, mir kamen überhaupt nicht mehr nach mit Interviews geben. Mittlerweile sind es auch deutsche Medien, die uns da anrufen. Und ich nehme an, dass es etwas zu tun hat mit dieser Sehnsucht, die ich vorher angesprochen habe, bei dem Krieg in der Ukraine, bei all den anderen Sachen, die uns gerade bewegen, Inflation und so weiter eben. Da wollen wir diesen sicheren Hafen irgendwo gern wieder ansteuern. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil ich kann Ihnen jetzt schon versichern, falls Sie die Artikel gelesen haben, diese Co-Parenting-Families, über die ich da forsche, das ist in meinen Augen garantiert nicht die Familienform der Zukunft. Das ist eine kleine Gruppe von Menschen, die auf freundschaftlicher Basis eine Familie gründen wollen. Und ich sage Ihnen gleich ein bisschen mehr dazu. Als erstes gehen wir mal zu der Website. Das ist die Website, über die ich im Zuge von Recherchen zum Thema Reproduktionsmedizin vor einigen Jahren gestoßen bin. Das ist im Prinzip ein Datingportal für Familien. Also anstatt dass Sie einen Partner suchen, suchen Sie dort Leute, mit denen Sie eine Familie gründen können. www.familyship.org ist in Berlin ansässig. Wir haben natürlich guten Kontakt auch zu der Gründerin, selber eine Frau, so würde ich sagen, um die 50 oder 45, in lesbischer Lebensgemeinschaft lebend, die auf diese Art und Weise ihre Familie gegründet hat und sich dann sozusagen auch mit dieser Website selbstständig gemacht hat. Ich klicke da jetzt mal drauf und lese es für die vor, die ganz da hinten sitzen, Familiengründerin werden. Du hast einen Kinderwunsch. Du bist auf der Suche nach einem oder mehreren Menschen, mit denen du eine Familie gründen möchtest. Dann registriere dich jetzt und komme mit mehreren tausend NutzerInnen in Kontakt, die auf der Suche nach Familiengründerinnen sind. Ja. Die Website ist eben deutschsprachig, bedient vor allem Deutschland, aber auch Österreich und die Schweiz. Und ich gehe mit Ihnen zunächst einmal noch zu einer anderen. Muss ich kurz schauen. Genau, zur Community, damit Sie das sehen. Also da haben Sie Porträts sozusagen von den Leuten, die sich da registrieren. Das ist zum Beispiel Joan Lee oder so aus der Schweiz. Die haben einen Gesuchstext formuliert. Entschuldigung, ja, jetzt geht das so dahin. Einen Moment. Wir sind eine kleine Familie und möchten keine eigenen Kinder mehr, aber wir würden uns freuen, einem lesbischen Paar helfen zu können und unserer Tochter damit Geschwister zu beschaffen. Ja, also das gibt es auch. Ganz klassisch ist allerdings hier Miri. Miri sucht jemand, der mit ihr eine Familie gründet. Sie hat seit langem den Wunsch, Mutter zu werden. Und mit der großen Liebe und dem klassischen Weg, eine Familie zu gründen, hat es eben nicht geklappt. Miri ist deswegen repräsentativ, weil wir mittlerweile herausgefunden haben, eben dank der Interviews, die jetzt meine Dissertantin auch führt, dass diese Art von Userinnen die Mehrheit dieser Website darstellen. Wir dachten zunächst, es sind vor allem homosexuelle Familien oder homosexuelle Paare, so, die eine Familie gründen wollen, wo das eben aber nicht geht. Und tatsächlich, solche Userinnen gibt es. Es gibt tatsächlich auch, also sowohl die Schwulen als auch die lesbischen Paare, die versuchen auf diese Art und Weise eine Familie zu gründen. Aber die große Mehrheit stellen genau solche Frauen dar,
Frauen, die, sagen wir mal, Mitte, Ende 30 sind, merken, dass sie einen starken Kinderwunsch haben, dass sie aber keinen Partner haben, mit dem sie diesen Kinderwunsch realisieren können und die deshalb auf dieser Website einmal schauen, ob sie hier nicht einen Vater finden für das Kind. Ausdrücklich gesucht ist eben nicht ein Samenspender, ja, also den kann man ja über die Samenbank auch dann haben und dann ist man eine Solomutter. Das wollen diese Frauen ausdrücklich nicht. Sie wollen einen Mann, der sich engagiert für die Kinder, der mit ihnen das Kind aufzieht, und der in irgendeiner Weise auch präsent ist. Das muss nicht heißen, dass er fortwährend bei ihnen im Haus wohnt, weil es soll keine körperlich-sexuelle romantische Beziehung stattfinden. Oft wohnen die Männer dann einfach in einer bestimmten Entfernung in ihrer eigenen Wohnung. Und ich habe hier zum Beispiel vorher nochmal nachgeschaut. Das sind so Geschichten auch, ganz typische. Co-Elternschaft, Tanja und Tommy. Tanja ist lesbisch, Tommy ist schwul. Beide lernten sich über Familyship kennen. Heute leben sie mit drei Kindern zusammen und bauen ein Haus. Ja? Also so etwas zum Beispiel. Oder ganz typisch auch, 6 Jahre Co-Elternschaft. Jennifer berichtet von den Anfängen bis heute. Mein Name ist Jennifer, 41 Jahre. Ich lebe seit fast 7 Jahren in einer Co-Elternschaft. Unsere Tochter wird jetzt 6 Jahre und war so ziemlich die beste, mutigste und verrückteste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Ich weiß jetzt, wie es weitergeht in der Geschichte. Die hat sich getrennt mit 34, weil ihr Partner eben einfach keine Kinder wollte. Das war aber für sie ein ganz starker Wunsch. Und deswegen hat sie ihn verlassen und kurzerhand auf diese Website zurückgegriffen. Und das hat auch perfekt geklappt. Sie schließt dann ab und sagt, also ich war immer in Liebesbeziehungen wirklich eine lausige Partnerin. Das hat nie funktioniert. Aber jetzt mit diesem Mann, mit dem ich keine romantische Beziehung habe, mit dem ich ein Kind erziehe, funktioniert das sensationell gut. Ja? Also lauter glückliche Paare, das ist nicht anders zu erwarten. Das sind die Testimonials hier, natürlich, ganz klar. Ja, ups, jetzt, Entschuldigung. Man kann natürlich jetzt darüber ganz viel moraltheologisch, ethisch reflektieren, das können Sie sich vorstellen. Ja? Sie haben selber die Fragen auch schon gestellt, die einen da dann echt bewegen. Das eigene Kind auf jeden Fall, um jeden Preis. Und natürlich auch der Einsatz der IVF. Klar, also aus römisch-katholischer Perspektive ja das geht überhaupt nicht, ja. Wir haben mal Texte, die darauf bestehen, dass das Kind aus einem sexuellen Akt zweier Partner und ausdrücklich natürlich heterosexueller und verheirateter Partner hervorgehen muss. Also das ist schon klar, aus Sicht des katholischen Lehramtes geht das zunächst einmal nicht, wobei es mittlerweile. Und das hat mich dann ermutigt, da trotzdem auch weiter zu forschen. Natürlich das wunderbare nachsynodale Schreiben Amoris Laetitia gibt, wo der Papst ausdrücklich im Kapitel 292, ich habe vorher drüber geschrieben, deswegen weiß ich es jetzt, im Artikel 292 sagt, wir Synodenväter möchten deutlich kundtun, dass es Familienformen gibt, die zwar nicht natürlich der Vollform der katholischen Ehe entsprechen, aber doch Teilelemente der katholischen Familienvorstellung verwirklichen. Und dass die hier teilweise zumindest verwirklicht sind, da steht überhaupt gar kein Zweifel. Meine Dissertantin hat mittlerweile die 12 Paare, die da sich haben interviewen lassen, von ihr interviewt. Und die haben bestätigt, was man auch aus einer größeren deutschen Studie weiß. An diesen Paaren geht es sehr, sehr stark darum, dem Kind einen liebevollen, verlässlichen, stabilen Raum zu geben. Also das, was ich jetzt zunächst mal, als ich das gesehen habe, zuerst muss ich lachen, dann dachte ich, oh mein Gott, das ist ja wie im Supermarkt. Ja, wir stellen uns ein Kind zusammen. Teilzeitfunktion, Teilzeitonkel, Teilzeittante, meine Güte. Ja, klar ist das zunächst mal das Ende der katholischen Familienideologie sozusagen. Ja. Und auf der anderen Seite die Paare selber, die zum Interview kamen, und das sind klar ausgewählte Paare, die sich da überhaupt drauf einlassen, auf sein Gespräch.
Die haben mehrfach betont, wie wichtig ihnen verlässliche, stabile Beziehungen sind, in denen ein Kind sich dann entfalten kann. Also eine ganz hochstehende ethische Motivation kann man diesen Paaren nicht absprechen, überhaupt nicht. Die leben auch viele Jahre lang die sogenannten Family Values, die uns in der katholischen Kirche ja auch zu Recht sehr wichtig sind. Verbindlichkeit, Treue, Stabilität, alles fokussiert sich auf das Projekt Kind. Was Seiten hat, wo man sich ja auch kritisch drüber nachdenken kann. Aber zunächst einmal gilt es anzuerkennen, und da habe ich, glaube ich, den Papst mittlerweile auf meiner Seite, auch in einer neuen Art und Weise. Hier werden zumindest anfanghaft Ideale verwirklicht, die die katholische Kirche eigentlich nur unterschreiben kann. Das ist vielleicht jetzt, ich weiß nicht, wie neu das ist für Sie, in der Geschichte der Dokumente zur Familie ist das ein ziemlicher Hammer gewesen damals. Weil bis dahin war doch sehr eindeutig immer die Rede von die katholische Familie, das ist die heilige Familie, und die große böse Welt, die macht katastrophale Dinge. Da war zum ersten Mal deutlich ein Signal, und zwar mehrfach an mehreren Stellen, dass man anerkennen muss, dass Menschen sich auch in ganz anderen Formen total für diese Familienwerte einsetzen. Und auf dieser Basis habe ich dann damals auch diesen Projektantrag gestellt, weil ich gedacht habe, die Zeit ist, glaube ich, mal reif, auch in der Theologie, solche Dinge auch mal an sich ranzulassen und nicht immer nur eine Welt zu verklären, die es, wie Sie wahrscheinlich auch wissen, de facto ja auch im Katholizismus nicht gibt. Ja? Also heile Familien gibt es auch in der katholischen Welt nicht ausschließlich und vielleicht auch gerade weniger denn je, das weiß ich nicht. Ja? Ich gehe einen Schritt weiter, weil Sie sehen an diesem Modell, und dazu habe ich es jetzt heute mal herangezogen, nur dazu, ja, wie hoch die Erwartungen an Freundschaften sind. Also wenn man mit Freundschaften sogar Familien gründen kann, also höher geht es ja praktisch nicht mehr. So, ich habe jetzt viel von Hartmut Rosa gelernt, dem Soziologen, der die Resonanztheorie, eine Soziologie der Weltbeziehung, formuliert hat. Und er hat mir beigebracht, dass Freundschaft in der Art und Weise, wie wir sie kennen, ja ein Kind wirklich der Romantik ist. Ich meine jetzt die Romantik, also die Epoche der Romantik. Das ist genauso wie die Vorstellung von Ehe, die wir heute haben, ja eine geschichtlich relativ junge Vorstellung. Das muss man sagen, ja. Was so in Freundschaft sich ausprägt, quasi, dass die Idee des Zusammenschwingens zweier Seelen, ja, also das Konzept der Seelen- und Wahlverwandtschaft, das sagen wir ja oft, ja, die eine Verwandtschaft, die man biologisch hat, und das andere ist die Verwandtschaft, die man sich wirklich gewählt hat. Und das entwickelt sich total parallel mit der Konzeption der bürgerlichen Kernfamilie. Und er greift da sehr schön auf zwei Balladen zurück, die Sie wahrscheinlich kennen oder manchmal in der Schule noch auswendig lernen mussten, keine Ahnung. Ja. Das Lied von der Glocke einerseits, wo der Mann hinaus muss ins feindliche Leben und die Frau bleibt am Herd und kümmert sich da um die Kinder. Das ist das Konzept der bürgerlichen Kernfamilie. Und auf der anderen Seite die Bürgschaft von Schiller. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, einige nicken, ja, oh je, geil, die müssen wir auch hinstellen, genau. Das ist der Tyrann, also für die, die es nicht wissen, das ist der Tyrann, der fast gestürzt wird von eben einem, dem Helden dieser ganzen Ballade. Und der verurteilt ihn zum Tode und der Held sagt, ja, das kannst du, okay, du bist der Tyrann, ich sehe das ein, aber vorher freie ich noch meiner Schwester den Gatten, den Mann, den sie sich wünscht. Und ich lasse dir meinen Freund als Bürgschaft da. Und es kommt dann, was kommen muss. Also der Freund lässt sich drauf ein, bleibt als Bürger dort bei den Tyrannen und unser Held freit tatsächlich seine Schwester, ihren zukünftigen Mann, fährt zurück und auf der Rückreise passieren natürlich lauter Katastrophen, Naturkatastrophen, und er wird von Räubern überfallen und weiß Gott alles. Auf jeden Fall kommt er also in der allerletzten Sekunde, wo der andere schon quasi fast exekutiert wird, kommt er und löst seinen Freund aus. Und der Tyrann hat es natürlich nie im Leben geglaubt, dass das
dass der wirklich noch zurückkommt. Und er ist dann so begeistert und gerührt, dass er eben sagt, er möchte der Dritte im Bunde dieser zwei Freunde sein. Das ist die berühmte Schlusszeile dann, ja. Sprich, Freundschaft wird hier natürlich so als Inbegriff des Humanen gedeutet, ja. Also, wenn man lernt, was es heißt, gut zu sein, Sittlichkeit, Verantwortung, dann in der Freundschaft. Das ist natürlich total idealisiert. Es sind auch zwei Männer, wie es überhaupt bis zu diesem Zeitpunkt immer eine Sache zwischen Männern ist. Ab der Romantik dann beginnen auch Frauen das Konzept der Freundschaft zu entdecken. In der Literatur spiegelt sich das in diesen berühmten Briefwechseln, zum Beispiel zwischen diesen Salondamen Rachel Farnhagen und Pauline Wissell, hoch emotional. Zwei Frauen, die da also sich, ja, die Seele entblößen sozusagen. Das ist ein Topos in der Literatur. Freundschaft wird hier unglaublich emotional gefärbt. Die beiden schreiben einander täglich mehrmals am Tag. Und wenn Sie das heute lesen, dieser Briefwechsel ist veröffentlicht mittlerweile, dann also glaube ich, oder ich zumindest, ich musste manchmal ein bisschen schmunzeln und lachen, weil das ist also, das ist Emotion pur. Ja, oh, geliebte Pauline, ohne dich kann ich nicht leben und so geht das hin und her. Die beiden haben heftige Konflikte auch, müssen einander dann umso mehr schreiben. Und das ist ein vollkommen romantisches Konzept hier, dass man sich sozusagen am anderen und mit der anderen abarbeitet, immer wieder die Nähe der anderen sucht. Und das ist in uns allen, glaube ich, in unserer DNA immer noch so ein bisschen drin. Das ist das, was wir verbinden, wenn wir von Freundschaft sprechen. Also zumindest im Ideal, ja, dieses totale Dasein für den anderen. Und das strapazieren wir ja durchaus auch heute noch gerne. Rosa definiert dann, zwei Menschen sind Freunde, wenn zwischen ihnen ein Resonanzdraht aus Sympathie und Vertrauen vibriert. Und auch er bestätigt das, was in der Soziologie ein Dauerthema ist. Freundschaft zeichnet sich eben gerade nicht durch Institutionalisierung aus. Freundschaft inszeniert man in außeralltäglichen Begegnungen. Ich bin sicher, Sie treffen einander hier auch manchmal als Freunde und Freundinnen und dann ist das immer ein Highlight. Das ist was anderes, als wenn Sie daheim mit Ihrem Ehemann oder Ihrer Ehefrau um die Zahnpastatube streiten, weil das tun Sie jeden Tag so ungefähr. Ja? Also das ist was ganz Besonderes, die Freundschaften. Und es gibt eine physische Resonanzbarriere. Freundschaften werden selten sexuell, wiewohl das gibt es auch, aber im Großen und Ganzen leben die meisten Menschen Freundschaft, auch soziologisch gesehen, empirisch, eher nicht als sexuelle Beziehung. Also Freundschaft als paradigmatischer Ort moderner Resonanzsehnsucht. So formuliert er das. Ne? Und an diesem Punkt jetzt wollte ich Sie aus dieser schönen Welt hinaus katapultieren und Sie ein bisschen schocken und natürlich auch wieder aufwecken, falls Sie eingeschlafen sind bis dahin. Hier ein Videoclip von Turbostart. Das ist eine Punkband. Ein Politikwissenschaftler hat mich auf diese Punkband gebracht. Das können Sie eingeben. Ich habe jetzt einen Screenshot gemacht, weil mir die theologischen Kurse gesagt haben, dass es hier zu Rückkopplungseffekten kommt. Und dann hören Sie leider außer Python überhaupt nichts mehr. Ich kann Ihnen das nicht wirklich beschreiben. Das ist eine Punkband. Ja, also das ist ein, würde ich jetzt mal schätzen, eine Musik, die Sie nicht jeden Tag hören. Ich auch nicht. Es geht darum, und das ist ästhetisch, finde ich, großartig gemacht, dass ein Jugendlicher erzählt, wie er heimkommt nach Hause. Dort trifft er seine Mutter, die ihn sehr unambitioniert empfängt und eigentlich keinen Bock und keine Zeit für ihn hat. Und er schaut dann natürlich logischerweise mal, ist da jemand auf Instagram oder sonst wo? Ja? Und er stellt fest, ja, 500 neue Freunde, keiner da. Und dann kommt so richtig der Frust und das wird in Punk umgesetzt und hätte sie jetzt eigentlich vom Zettel schlafen sollen, das geht jetzt leider nicht. Schauen Sie sich oder hören Sie sich an. Ziemlich gut gemacht und es trifft einen Punkt, glaube ich, auch in unserer Welt. Das ist auch der Text, den Sie unschwer dann hören werden, ein lauter Protest, ja, ist finde ich, ein gutes Stück moderner Lyrik. Das ist ziemlich gut gemacht. Also ich würde Ihnen empfehlen,
aber erschrecken Sie nicht. So, was Sie da sehen, ist jetzt tatsächlich so der Alltag auch von meinen Töchtern. Ich habe zwei Töchter, 15 und 17 jetzt. Und Sie sehen das, wenn Sie rausgehen auf den Stephansplatz und an der U-Bahn, da sitzen halt Jugendliche und sie texten, ja, sie sitzen direkt nebeneinander, sie verabreden sich auch, um nebeneinander auf dem Bett sitzen zu texten. Das ist eine Welt, wo auch ich feststelle, wow, die Digitalisierung, die lässt Beziehungen so ganz anders werden. Also es ist mir erst vor kurzem so richtig klar geworden in der Beobachtung meiner Töchter, aber jetzt auch im Umgang mit Literatur, dass auch ich, wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen, noch zur Buchkultur gehören und mittlerweile haben wir die Digitalisierungskultur und da verändern sich Beziehungen, wie immer, wie in allen Kulturen. Ja? Eine, die das analysiert hat und die ich manchmal dazu lese, aber nicht nur, ist Sherry Turkle. Auch die, wenn Sie die eingeben im Internet, werden Sie ganz gute Vorträge von ihr finden. Das ist eine US-amerikanische Psychologin, die seit Jahrzehnten mittlerweile die Veränderung sozialer Beziehungen durch Digitalisierung untersucht. Selber natürlich ein Fan von Social Media, gleichzeitig aber jemand, der sehr selbstkritisch auch beobachtet, was macht das eigentlich mit Beziehungen? Werden tatsächlich Beziehungen reifer, tiefer, besser? Sie ist eher eine Kritikerin dieser Digitalisierung. Sie sagt, wir kommunizieren wahnsinnig viel, aber wir verlernen eine Kommunikation in der Tiefe, insbesondere bei Konflikten. Das ist etwas, was ich nur bestätigen kann, auch von der Universität. Dort ist es mittlerweile so, wenn man Konflikte hat, redet man nicht mehr miteinander und man telefoniert auch nicht mehr miteinander, sondern man schreibt Tonnen und Kaskaden an E-Mails. Weil das den Vorteil hat, dass man im Prinzip ja bei sich bleiben kann. Man muss nicht die Reaktion des anderen ertragen, der einen vielleicht anbrüllt, sondern so ein gewisser Schutzmechanismus auch. Bleib bei mir, ich gebe von mir, was meine Meinung ist und Punkt. Ja? Eine echte Resonanz zwischen den beteiligten Personen ist oft nicht herstellbar. Das ist das Problem und das scheint sich eher zu verschärfen. Sie analysiert das praktisch in all ihren Publikationen. Ich habe nur eine hier genannt, Alone Together, das ist somit die aussagekräftigste. Aber sie ist natürlich auch viel zu intelligent, um jetzt zu behaupten, dass quasi damit der Untergang des Abendlandes gekommen ist oder der Untergang von Freundschaften. Ja. Natürlich bieten Social Media auch durchaus ihr Potenzial für Freundschaften. Das weiß man mittlerweile auch aus der empirischen Forschung, dass gerade Facebook zum Beispiel vor allem von Menschen genutzt wird, die sich bereits schon seit langem kennen. Ja, also nicht unbedingt Anbahnung neuer Freundschaften, sondern durchaus Vertiefung der alten. Insofern bitte mich richtig zu verstehen, ich will jetzt hier nicht behaupten, dass quasi das Ende der Ära Freundschaft gekommen ist. Das ist so überhaupt nicht richtig, das wollte Sherry Turkle auch nicht sagen. Aber es lohnt sich schon mal ein Hinschauen, was macht das mit Menschen? Was, ja, auch welche Veränderungen des eigenen Selbst treten ein, wenn man sich selber natürlich auch inszeniert, wenn man spielen kann mit dem eigenen Selbst. Einmal so auftritt, einmal so, das ist super cool. Gleichzeitig gehen dadurch Verbindlichkeiten auch verloren. Ja? Also da stehen schon Dinge wie Authentizität, Wahrhaftigkeit durchaus zur Disposition und das sind Dinge, die zur Freundschaft gehören. Die Frage ist jetzt natürlich für die Freundschaft, um darauf zurückzukommen, ist Freundschaft wirklich eigentlich nur noch eine Art von Sozialkapital? Wenn Sie auf Facebook gehen, dann haben Sie manchmal den Eindruck. Denn hier werden Freundschaften organisiert und das ist wichtig in dieser hektischen Arbeitswelt, dass Sie überhaupt noch mit jemand ein bisschen Kontakt haben. Das macht Facebook für Sie. Ja? Gleichzeitig wird aber auch Kapital generiert. Ja? Es geht ja nicht darum letztendlich, dass wir tiefe Freundschaften irgendwie zelebriert werden, sondern es geht tatsächlich darum, einfach Produkte zu verkaufen. Das ist jungen Leuten eigentlich im Großen und Ganzen auch klar. Es gibt da auch in den Communities immer wieder Versuche, neue Formen zu finden, wo diese ganz kapitalistische Seite ausgeblendet wird oder weniger wird. Aber im Großen und Ganzen sind wir schon mittlerweile, glaube ich, in so einem Bereich,
wo der Begriff von Pierre Bourdieu durchaus angemessen ist. Er spricht von sozialem Kapital als eine Ressource. Man hat durch soziale Beziehungen mit möglichst vielen Menschen eine bestimmte Power, bestimmte Ressourcen, die man anzapfen kann. Und das ist jetzt gerade natürlich auf die digitale Art und Weise ein besonders einfacher Weg. Ja, also das gab es natürlich schon immer, selbstverständlich. Auch die theologischen Kurse hier sind eine Art von sozialem Kapital für Sie, ganz klar. Ja, aber auf die digitale Art und Weise geht das jetzt noch schneller. Damit verbunden sind natürlich gerade bei den Freundschaften die berühmte Blasenbildung. Sprich, ich tausche mich tatsächlich ja nur noch dann mit meinen Freunden und Freundinnen aus. Die anderen werden nicht mehr eingeblendet. Dafür sorgen dann schon auch die entsprechenden Algorithmen. Ja. Das alles, denke ich mir mal, verändert die Signatur von Liebe und Freundschaft. Ich würde sagen, Freundschaft ist letztendlich eine Form von Liebe. Das ist rein deskriptiv, glaube ich, mal festzustellen. Ich komme da nicht um Aristoteles herum, der, finde ich, immer ein recht realistisches Konzept von Freundschaft hatte. Nämlich, der diese drei Freundschaftsarten unterschieden hat, in seiner nikomachischen Ethik und seiner Rhetorik. Da gibt es die Freundschaft um des Nutzens willen, des angenehmen Willen und dann um des guten Willen. Und Freundschaft Nummer 1 und Freundschaft Nummer 2 sind auch Freundschaften. Also sprich, wenn jemand da eben auf Facebook unterwegs ist, dann ist das vielleicht manchmal Sozialkapital, ja, so wie es das immer gab. Oder es ist einfach angenehm, es ist cool, es verschafft Lust, um mit Aristoteles zu sprechen. Das sind Freundschaften für Aristoteles. Und so kann auch Facebook, glaube ich, durchaus als Plattform für Freundschaften bezeichnet werden. Ob es immer Nummer 3 erreicht, die vollkommene Freundschaft um des guten Willen, das will ich doch bezweifeln. Das bezweifelt auch schon Aristoteles, weil er immer sagt, das ist eine Form von Beziehung, eine Form von freundschaftlicher Beziehung, die sehr, sehr selten ist. Die hängt davon ab, sagt er in so einem schönen Bild, dass man ganz viel Salz miteinander gegessen hat und dass man auch in räumlicher Nähe zueinander ist. Ich weiß nicht, ob man das heute noch in digitalen Zeiten so durchhalten kann, aber zumindest spricht er hier ganz deutlich von einer Nähe, von einer guten Kenntnis des anderen. Also nicht nur hübsche Bilder, sondern auch mal die Schattenseiten des anderen kennen und trotzdem dem anderen Gutes wollen, dieses Wohlwollen für den anderen. Das ist die Grundlage der Freundschaft für ihn, die Benevolenz, ja. Und mit dieser Benevolenz ja hüpfe ich natürlich jetzt ganz klar in die katholische Ehetheologie. Wenn Sie da mal so schauen, das ist jetzt eine Definition theologischer Art von Josef Weismeyer, ebenfalls hier bei den theologischen Kursen, lange, lange. Der hat in dem neuen Lexikon der christlichen Moral so eine Definition für Freundschaft geliefert, die ganz deutlich aristotelisch geprägt ist. Ja, kannst du da mal reinschauen und lass Ihnen da schnell Zeit. Gemeinsame Gesinnungen, Werthaltung und so weiter, wohlwollende Liebe, Herzens- und Seelengemeinschaft. Sie sehen vielleicht, wie im Vergleich jetzt zu dieser allerersten Definition, mit der ich begonnen habe, von soziologischer Seite, wie ausladend diese Definition ist, die andere sehr nüchtern, die hier doch jetzt ganz stark mit Werten drin, eine ethische Ausrichtung hier, ganz typisch eben für die theologische Ethik, diese Form der Definition, geprägt von Aristoteles, und die findet sich selbstverständlich in Aussagen auch über die eheliche Liebe. Was ich weiß, gibt es da heute Abend dazu einen längeren Vortrag. Insofern, ich beschränke mich jetzt darauf, einfach den Link zu zeigen. Die eheliche Liebe, und hier benutzt der Papst das Wort Caritas, nicht Eros, sondern Caritas, ist die größte Freundschaft. Worauf er hier abzielt, der Text ist jetzt so klein, als dass wir ihn lesen können, wahrscheinlich richtig. Worauf er hier abzielt, ist tatsächlich die von mir schon angesprochene Grundhaltung der Benevolentia,
das Wohlwollen für den anderen. Und das ist natürlich schon weit mehr als jetzt das, was wir so von der Romantik her im Kopf haben, dieses totale Verliebtsein, aufgehen im Gefühl, ja, sondern das ist, er sagt es selber an einer Stelle einmal, das ist eine ethische Entschiedenheit. Ich will dir tatsächlich wohl und dafür entscheide ich mich, auch dann, wenn es zwischen uns gerade mal nicht so gut läuft. Die volle Form dieser Freundschaft, das nimmt der Papst für sich in Anspruch, die sei tatsächlich in der katholischen Ehe mit ihrem Versprechen, exklusiv, in guten und in bösen Tagen, das sei hier gemeint. Von daher gesehen sind jetzt natürlich diese Co-Parenting-Freundschaften oder Familien sicherlich ja nicht Beziehungen, die dieser Vollform entsprechen. Denn hier sagen die erwachsenen Partner oft ganz ehrlich, naja, wir wollen uns um das Kind total kümmern, aber die Achse zwischen uns, zwischen den erwachsenen Partnern, ja, schauen wir mal. So, also eine wirkliche Intention, dieses ich verspreche dir Treue in guten und in bösen Tagen, die ist da ja nicht. Da gibt's, würde ich schon sagen, daher wirklich einen klaren Unterschied. Also ich will nicht alles in einen Topf werfen und sagen, ja, das ist eh alles gleichgültig sozusagen. Ja. Nichtsdestotrotz spielt die Freundschaft auch in der katholischen Ehetheologie eine ganz, ganz zentrale Rolle und sie wird oft so ein bisschen unterbelichtet. Es ist vielen Leuten nicht bewusst, dass sie da mit ihrem Ehepartner und der Partnerin eigentlich in einer sehr treuen Freundschaft leben. Das verbindet auch diese Welten, die katholische Welt mit der sehr säkularen Welt. Dass die Freundschaft nach wie vor als ausdrücklich sehr hoher Wert anerkannt wird. Ja. Damit bin ich am Ende fast. Ich habe hier noch zusammengestellt, was Freundschaften gelingen lässt. Das habe ich in einem letzten Vortrag vor 2 Jahren einmal schon länger ausgeführt. Das ist die theologisch-ethische Seite, wo ich so ein paar Dinge zusammengetragen habe, die zumindest für mich persönlich wichtig sind. Das ist ein sehr subjektives Konzept von Freundschaft, die, glaube ich, jeder Mensch ein sehr subjektives Konzept von Freundschaft hat. Wenn ich Sie fragen würde, manche Punkte wären wahrscheinlich drauf. Bei manchen würden sie sagen, das ist für mich jetzt nicht so wichtig. Ja. Eines ist dazugekommen im Laufe der Zeit, das habe ich von Hartmut Rosa gelernt, das Verzeihen und das Neuanfangen. Ansonsten, wenn Sie es mehr interessiert, schauen Sie in mein Buch rein. Ich glaube, es steht da so in etwa schon, was mir jetzt wichtig ist. Aber wie gesagt, ich bin auf Menschen gestoßen, die haben mir gesagt, na, das gehen wir ein Glas Wein trinken und dann sehen wir uns nie mehr und das sind wir auch schon Freunde. Ja? Also das ist das Schwierige an diesem Thema, dass es so unglaublich subjektiv ist. Das könnte ich vorstellen, dass man da natürlich sehr enttäuscht ist, wenn man da mit diesem hochaufgeladenen Freundschaftsbegriff kommt. Ja? Vielleicht fragen Sie mich am Ende noch, ja, was ist jetzt die theologische Sache eigentlich dabei? Ich bin nicht so ein Fan von diesem immer mit Gott dann ins Haus fallen, sozusagen. Ja, und immer schon gleich sagen, ja, natürlich, da sieht man jetzt Gott durchscheinen und so weiter, ja. Das haben wir so in kirchlichen Kreisen, finde ich, auch viel zu häufig. Da sieht man dann überall Gott aus der Tasche. Klar, für mich persönlich haben Freundschaften, vor allem diese guten, tiefen Freundschaften, durchaus religiöse Qualität. Da habe ich schon das Gefühl, da ist etwas von den bergenden Mächten zu spüren, von der Treue auch, von der Zusage Gottes, ich bin bei dir. Das, finde ich, merkt man auch in manchen Freundschaften, die nicht jeder Art sind. Und ich habe da ganz zum Schluss dieses schöne Gedicht von Rose Ausländer, das lese ich Ihnen vor. Denn sie verweist auf etwas, was mir wichtig ist in dem Zusammenhang. Wenn man mit Freunden unterwegs ist, Freunden und Freundinnen, dann ist man unterwegs an ein Ziel. Und ich möchte das Ziel jetzt mal ganz absichtlich unbestimmt lassen, nicht sofort mit, ja, natürlich Gott und so herkommen, ja, sondern ich möchte es offen lassen als einen Horizont, auf den es zugeht und den man als, ja, deutlich versehen kann, aber man muss nicht. Hier das Gedicht von Rose Ausländer. Gemeinsam. Vergesst nicht, Freunde, wir reisen gemeinsam. Besteigen Berge, pflücken Himbeeren, lassen uns tragen von den 4 Winden. Vergesst nicht,
Es ist unsere gemeinsame Welt, die ungeteilte, ach, die geteilte, die uns aufblühen lässt, die uns vernichtet. Diese zerrissene, ungeteilte Erde, auf der wir gemeinsam reisen. Danke.